Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir 9 Dinge nennen, 9 Eigenschaften nennen, 9 Verhaltensweisen nennen, die dich deinem Gegenüber älter erscheinen lassen, die dein Gegenüber dazu veranlassen zu sagen, oh, die hat aber oder der hat aber ordentlichen Schubs nach hinten gemacht. Und da sehe ich aber, dass der oder die älter geworden ist. Und wenn du wissen möchtest, was das für 9 Dinge sind, bleib gerne dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Zuvor aber würde ich dich ganz herzlich darum bitten, wenn dir solche Videos gefallen, dass du meinen Kanal abonnierst und eventuell auch die Glocke aktivierst, dann verpasst du keins meiner Videos mehr. Vielen Dank. Das erste, wichtigste, würde ich fast behaupten, ist, wenn ich an einen älteren Menschen denke und ich zähle mich dazu. Ja, ich bin jetzt fast 55 Jahre alt, ich bin schon mehrfache Oma, aber ich versuche genau das, was ich als allerersten Punkt auf meiner Liste habe, nicht zu machen. Und das ist, über meine Krankheiten zu sprechen. Klar, uns allen geht es nicht gut und wenn wir über unsere Krankheiten, über unsere Wehwehchen sprechen, haben wir das Gefühl, dass es uns besser geht. Schon alleine, weil wir nicht mehr dran denken so stark und uns in unsere Schmerzen hineinsteigern, dass wir uns einfach besser fühlen, wenn wir uns austauschen können, wenn wir Mitleid erfahren, wenn wir von unserem Gegenüber einen guten Zuhörer haben, dem wir unser Leid klagen können. Und allein schon, wenn das Gegenüber sagt, Mensch, das tut mir aber echt leid und hast du schon mal das und das versucht? Wir bekommen ja auch gute Ratschläge. Das ist ja meistens noch dabei, ja, dass wir auch Hilfestellungen bekommen. Und allein schon, wenn jemand ganz nett und freundlich die Hand auf unsere Schulter oder unsere Hand nimmt und sagt, Mensch, ich bin da, wenn du mich brauchst, wenn du Hilfestellung brauchst, dann kannst du jederzeit zu mir kommen. Ich bin sofort für dich da. Allein das ist schon eine Wohltat, das ist schon wie eine warme Decke, die man über einen frierenden Körper gelegt bekommt. Nur unser Gegenüber, und gerade wenn wir das bei jüngeren Leuten praktizieren und immer wieder machen, wird gelangweilt mit der Zeit. Klar, wir älteren Leute haben jeden Morgen, also ich merke das ja auch mit meinen 55 Jahren, wenn ich morgens aufstehe, mir tun die Finger weh, sie schlafen ein, mir tun die Knochen weh, ich kann nicht mehr so gut liegen, ich habe Kopfschmerzen viel öfter als früher. Und wenn ich dann meinem Partner, meinen Kindern, meiner Nachbarin davon erzähle und höre, dass es denen auch ähnlich geht, wenn man so eine Art Partner im Schmerz findet, ist das eine Erleichterung. Nur unser Gegenüber hört sich das einmal an, zweimal an, fünfmal an und man hat ja seine eigenen Sorgen, man hat ja seine eigene Zeit, die heute wirklich Geld wert ist. Ja, Zeit ist Geld und sich jeden Tag wieder von der Nachbarin anhören zu müssen, dass es ihr nicht gut geht, nervt manchmal, ja. Und ich finde sowieso, dass es uns nicht nerven darf und nicht nerven sollte. Aber da bin ich vielleicht ein anderer Mensch, ja, weil ich sehr viel Verständnis versuche aufzubringen für meine Mitmenschen. Aber klar, wenn man irgendwo hin muss und dann im Treppenhaus aufgehalten wird, dann ist das manchmal so, dass man sagt, ja, es tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit, können später drüber reden. Und man weiß, dass wenn man über seine Krankheiten spricht, dass es oft viel Zeit in Anspruch nimmt, weil man natürlich auch die ganze Geschichte erzählen möchte, den ganzen Leidensweg mitteilen möchte, unter Umständen auch immer wieder. Und das ist ja sowieso eine Eigenschaft von älteren Leuten, dass sie sich immer wiederholen und immer wieder das Gleiche erzählen. Da sollten wir versuchen, das kann man nämlich ganz gut, dass wir Krankheiten, natürlich wollen wir uns mitteilen und sollen wir ja auch, ja, aber nicht immer wieder, nicht jedem, sondern da vielleicht auch die eigene Verwandtschaft ins Boot holen, die eigene Leute ranholen, die einem ja letztendlich auch was schuldig sind. Ich finde das immer, ja, wenn wir unsere Kinder großgezogen haben, wenn wir uns selber gekümmert haben um diese Menschen, dann haben wir auch das Recht, später, wenn es uns nicht gut geht, ein bisschen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wenn es nur ein Telefonat ist täglich, ja, jeden Abend mal anrufen oder vielleicht auch jeden Abend mal vorbeigehen zu der alten Dame und fragen, wie geht's dir denn? Da finde ich, haben wir genug geleistet in unserem Leben, dass wir das dann auch machen dürfen. Nur nicht
jeden und nicht immer wieder. Wir sollten natürlich auch versuchen, uns von unseren Krankheiten abzulenken. Das ist ja auch ein Versuch der Genesung. Denn je öfter und je intensiver wir über unsere Krankheiten nachdenken, desto schlimmer wird es, glaubt es mir. Das Zweite, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, dass wir alles besser wissen als ältere Leute. Und das ist auch etwas, was uns richtig alt macht. Weil klar, wir haben natürlich viel erlebt, wir haben viel Lebenserfahrung gesammelt, wir haben ganz viele Dinge in unserem Leben schon mitmachen müssen und haben daraus unsere Lösungen, unsere Lebensvorstellung, unseren Weg erarbeitet, gebahnt, eine Strecke geschaffen, wo wir glauben, dass genau das der richtige Weg ist, um zu bestehen, um erfolgreich zu sein, um glücklich zu sein, um familiär erfolgreich zu sein. Das glauben wir, ist der einzig richtige Weg. Und wir glauben, wir Ältere können den Jüngeren sagen, wo es lang geht. Und das ist ein großer Fehler, weil die Zeit ist so schnelllebig, es verändert sich täglich so wahnsinnig die Zeit, dass wir in diese alten Rhythmen von früher gar nicht mehr reinpassen. Natürlich, es gibt viele Dinge, die uns alte Menschen mitteilen können, aber dann doch bitte nur dann, wenn wir auch danach gefragt werden, wenn wir um Rat gefragt werden, wenn wir unsere Ratschläge preisgeben dürfen. Ja, ungefragt, ständig und immer wieder den Besserwisser zu spielen, macht uns alt. Das nächste habe ich selber, gelbe Zähne. Ich muss euch sagen, dass meine Zahngesundheit aufgrund meiner neuen Kinder, die ich geboren habe, wirklich noch relativ gut ist, muss ich sagen, dafür, dass ich nicht immer so auf meine Ernährung geachtet habe. Aber sie sind halt gelb, ne? Und gelbe Zähne machen alt. Ich glaube, da kann jeder, der älter wird, ein Lied von singen. Gelbe Zähne, wenn man lacht und gelbe Zähne angestrahlt bekommt, das macht einfach, das ist nicht schön. Da denkt man sofort, das ist ein Gebiss, das ist irgendwie unästhetisch, das riecht, das soll man nicht so in die Öffentlichkeit zeigen. Aber man kann auch nicht immer was dagegen tun. Also ich bin auch nicht dafür, mir die Zähne bleachen zu lassen oder irgendwelche Dinger draufkleben zu lassen. Es gibt ja viele Möglichkeiten heutzutage. Das ist so ein Manko, damit muss ich leben. Ich trinke viel Kaffee und das hat natürlich sein Übriges getan. Also man kann nicht alles verändern. Aber ja, ich glaube auch, dass das bei mir noch im Rahmen ist. Wenn sich das verschlimmern würde, würde ich tatsächlich vielleicht versuchen, auch etwas zu ändern. Das ist auch bei den zweiten Zähnen, die oft angepasst werden. Klar, das ist oft auch ein Geldhindernis natürlich, weil nicht jeder hat viel Geld, um sich teure Zähne machen zu lassen. Aber vielleicht kann man ja Kompromisse schaffen. Vielleicht kann man Hilfestellung von den Kindern bekommen, dass man die Zahnfarbe so anpasst, der dritten Zähne, dass das ein bisschen heller erscheint. Also gelbe Zähne machen alt, finde ich. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, ich glaube, bei 4, wir gehen einfach mal so die Punkte durch. Das ist so ein muffiges Parfüm. Also ich glaube, jeder von uns, der mal an einer älteren Dame vorbeigegangen ist, riecht ein ganz starkes, sehr alt riechendes Parfum. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Parfum ist. Ich habe schon so viele Damen gerochen, die an mir vorbeigehen und die riechen alle ähnlich. Vielleicht ist es auch damit zusammenhängend, dass Menschen, die älter werden, einsam sind und vielleicht auch nicht mehr so auf die Körperpflege achten, da das Hautfett mit in Verbindung mit dem Parfum, was man sich vielleicht drauf sprüht, so einen ähnlichen Geruch hervorruft. Klar, nicht jeder kann jeden Tag sich waschen und duschen. Darüber möchte ich nicht reden. Es soll einfach nur darum gehen, um Menschen gehen, die voll im Leben noch stehen, die sich, die ein bisschen auf sich achten wollen, die diesen Eindruck nicht bei ihrem Gegenüber hinterlassen wollen. Und vor allen Dingen sollten wir darauf achten, kein Parfüm zu nehmen, sondern versuchen, sich zu pflegen, die Körperpflege zu intensivieren, soweit es möglich ist, ja, soweit man das eben körperlich noch hinbekommt, weil natürlich das Körperfett, das Haarfett Gerüche verursacht, die mit dem Parfüm zusammen, ja, man versucht das ja auch dann zu überdecken, einen Geruch verursachen, der finde ich, ja, das ist meine persönliche Meinung, schlimmer ist, als wenn man das Parfüm weglässt. Also wenn, dann lieber Parfüm weglassen, finde ich. Aber versuchen schon mit dem Waschlappen und ein bisschen sich zu reinigen, so an den Stellen, die halt nötig das haben. Vor allen Dingen,
eventuell auch die Haare kann man ja auch vielleicht mit so ein bisschen versuchen, ab und zu waschen oder sich waschen zu lassen. Das sind natürlich immer, bitte nicht falsch verstehen, immer alles Dinge, die man, wenn man sie noch kann, wenn man Interesse hat, denn ich glaube, dass Leute dieses Video anklicken, wenn sie erfahren wollen, was auf Jüngere eventuell so ein bisschen abstoßend oder alt wirkt. Ich glaube, das sind ja dann Menschen, die trotzdem noch Zugang zu allem haben und die sich trotzdem auch noch selber pflegen können. Darum soll es mir gehen. Der nächste Punkt ist, ich ertappe mich beim Durchgehen dieser Liste, die ich mir heute Morgen aufgeschrieben habe, immer dabei, dass ganz viele Dinge auch auf mich zurückzuführen. Jetzt haben wir schon dieselben Szene. Wir haben über früher erzählt, das mache ich ja in meinen Videos ständig. Ich erzähle ja ständig von früher. Aber jetzt kommt noch ein Ding dazu und ich glaube, dass ich das nicht mache. Also ich erzähle zwar viel von früher, aber ich glaube und hoffe und bitte darum, dass ich reflektiert über die alten Dinge rede. Dass ich also nicht alles verherrliche, was früher passiert ist, sondern dass ich glaube, von mir behaupten zu können, dass wenn ich etwas von früher erzähle, dass ich es nicht alles so viel schöner mache und glaube, dass alles so viel schöner war früher, als es heute ist. Ich habe letztens ein Video gemacht hier auf dem Kanal, könnt ihr gerne mal nachschauen. Da war ich so ein bisschen nachdenklich, weil ich habe über meine Kinder nachgedacht. Ich habe ja einen neuen Kindermädchen, drittmal. Ich bin halt sehr stolz, ne? Bin halt eine stolze Mami. Und habe so reflektiert, als ich kleine Kinder draußen gesehen habe mit ihren Eltern, oh, wie schön war das doch damals, die Zeit, als ich mit meinen kleinen Kindern unterwegs war und mich um die kümmern konnte. Sie waren alle zu Hause und ich hatte ein volles Haus. Und dann habe ich aber ganz vergessen, dass ich früher, als ich in dieser Situation war, ich habe meine Augenbrauen gerade genommen, meinen Stift in der Hand, dass ich da doch immer gedacht habe, Mann, wie schön wäre das doch, da habe ich immer alte Omis gesehen und wie schön wäre das doch, wenn ich alt wäre und sich meine Kinder um mich kümmern könnten und würden und ich das nicht mehr machen müsste, dass ich so ein bisschen Zeit für mich habe, die Verantwortung auch nicht mehr habe. Das ist etwas, was ich sehr ungern übernehme. Verantwortung für ein anderes Leben, ja, für einen anderen Menschen. Und ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Also ich möchte gern, dass jeder so sich selbstbestimmt leben kann. Und die Verantwortung für ein Kind zu haben, ist so enorm groß, weil du kannst so viel falsch machen. Und das habe ich mir immer gewünscht. Und das ist, glaube ich, das Ding dabei. Ja, nicht alles verherrlichen, was früher war. Es gab bestimmt viele Dinge, die toll waren. Aber es gab bestimmt auch ganz viele Dinge, die noch viel schrecklicher und schwerer waren, als wir das so rückwirkend und rückblickend noch im Kopf haben. Weil wir haben, glaube ich, von früher, die wir älter sind, ich zähle mich bitte auch dazu, ja, ich gehe auf die 60 zu, dass wir immer dachten, früher sei alles schöner, leichter, besser. Und ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, dass die heutige Zeit schon so viele Vorteile bietet. Allein schon das Internet, ja, das haben wir früher, hätte ich das gehabt, oh, ich wäre ein Professor geworden. Ich hätte mir so viel Wissen angeeignet, dass ich jetzt nur so davor sprühen würde, glaube ich. Das sagen wir ja immer, früher war doch alles besser. Nein, glaube ich nicht. Und wenn wir das immer sagen und den Jüngeren immer so ein bisschen Vorschrift machen, früher war alles besser, das lässt uns alt werden. Der nächste Punkt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Punkte wir haben, egal, ist natürlich unvorteilhafte Kleidung zu tragen. Oma-Kleidung, ja. Kleidung, die erst einmal nicht mehr regelmäßig gewaschen wird, sondern die nach sparsamer Art und Weise nach draußen gehangen wurde. Einfach weil man auch nicht so viel Kapital hat. Ja, Wasser war teuer, Waschmittel ist teuer. Man kam aus den Kriegszeiten gerade heraus. Man war, Sparsamkeit lag einem im Blut. Und man hat Klamotten, wenn sie getragen waren, rausgehängt an die frische Luft. Das klappt auch, ja, klappt wirklich. Das wird durchlüftet, man braucht es gar nicht mehr waschen. Aber irgendwann muss man es dann schon mal waschen, die Jacke, die vielleicht den ganzen Winter über getragen wurde. Denn das Körperfett kann man nicht entlüften. Das klebt am Hals, das klebt an, ne, das klebt am Material. Und man muss es halt ab und zu reinigen. Und vor allen Dingen auch ist es natürlich wichtig, dass wir uns nicht altbacken anziehen. Vintage-Mode ist richtig toll für junge Mädels, für junge Leute, für mittleren Alter Leute, ja, aber nicht für die, die wirklich dann schon alt sind vom Alter her, weil das macht alt.
Ja, wir sollten darauf achten, auch nicht so blasse Farben zu tragen oder schwarz zu tragen, sondern einfach ein bisschen farbenfroher sein. Das kann auch ruhig mal das bunte Blumenkleid sein. Klar, das ist vielleicht altbacken und vintage, aber farbenfroh sich zu kleiden ist auf jeden Fall, macht fröhlich, macht Laune und macht eben nicht alt. Und Vintage-Mode ist für Ältere, für mich zum Beispiel. Also ich habe früher schon keine Vintage-Mode gemocht, bis auf die Röcke, wo dann so ein Petticoat oder so, das finde ich immer gut. Oder ein Twinset, habe ich gerne getragen, als ich jung war. Naja, ist ja doch Vintage, ne? Aber, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, die Strickjacke. Ja, die Oma-Strickjacke sollten wir nicht anziehen. Es gibt ganz schicke Cardigans, ganz schicke Strickjacken, die auch für Ältere richtig, richtig schön aussehen oder bei Älteren. Aber so diese selbstgestrickten Strickjacken, und ich will jetzt nichts gegen selbstgestrickt oder gehäkelt sagen, man kann richtig toll häkeln und stricken. Ich liebe das ja auch, diese Handarbeit. Aber das muss schon modern gemacht werden, ja. Nicht so ein alter Schnitt und vielleicht noch bis kurz über den Po, sondern schon ruhig über den Po rüber, weil, seien wir ehrlich, also wenn wir älter sind, sitzen wir viel schon allein, weil wir nichts mehr zu tun haben oder nicht mehr so viel, wir bewegen uns nicht mehr so viel. Der Po ist vielleicht nicht mehr so knackig, ne, wie es früher war, und da wäre schon schön, wenn wir das so ein bisschen verdecken und möglichst nicht mit so breiten Dingen, aber auch nicht zu eng, sondern sollte alles schon so ein bisschen auf sich abgestimmt sein. Das macht ein bisschen Mühe jeden Morgen bei der Auswahl der Kleidung, aber ja, es ist halt nichts einfach im Leben, und Kleidung macht alt. Das ist auch ein Punkt, den dürfen wir nicht vergessen. Natürlich macht auch Make-up alt. Ja, da will ich auch gleich mal drauf eingehen. Ein Make-up, was unschön aufgetragen wurde, macht alt. Ja, gerade ich sehe es oft. Wir hatten mal so eine Nachbarin als wir noch in Hamburg in unserem Haus gewohnt haben. Wir hatten eine Bäckerei, und diese Dame kam jeden Tag. Sie war schon ein bisschen tüdelig, aber sie hat teure Markenklamotten getragen, aber wirklich unvorteilhaft für ihre Statur. Sie war sehr schlank, sehr modern, und sie erzählt auch immer von ihrem reichen Ehemann. Das war wohl ein Millionär, ich weiß es nicht. Sie war überstark parfümiert, genau mit diesem Oma-Parfum. Der Körpergeruch war da, und sie war geschminkt. Dunklen Lippenstift, unvorteilhafte Farbe an Make-up und richtig dick Wimpern, Augen, Lidschatten, alles voll gekleistert. Und dazu die tiefen Falten, die sie hatte. Da müssen wir darauf achten, dass wir ein zartes Make-up wählen, was unserem Hauttyp entspricht. Möglichst nicht so knallige Lippenstifte, eher dezentere Farben. Aber es gibt natürlich, wenn man von der ganzen Materie Ahnung hat, kann man auch knallige Lippenstifte benutzen. Man muss halt nur ein bisschen auf das Alter achten, auf die Falten achten und nicht hervorheben, sondern so ein bisschen zurücktreten lassen. Das kann man machen, aber da muss man dann auch wirklich von der Materie Ahnung haben, damit man da nicht unvorteilhaft viel älter wirkt, als man sein möchte, indem man das nämlich benutzt. Was haben wir hier noch auf der Liste? Haare, natürlich. Ja, Haare sind das A und O, und ihr wisst, ich bin, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, kein Haarexperte, und ich werde oft in meinen Kommentaren wegen meinen dünnen, zippeligen Haaren gescholten, und man gibt mir immer wieder Tipps, Mensch, geh doch zum Friseur, Mensch, mach das noch. Ja, das ist richtig. Also eine unvorteilhafte Frisur macht alt, mich bestimmt auch, und ich bin da jetzt auch kein Vorbild, aber ich sehe oft auf der Straße, dass eine ältere Dame sich die Haare gefärbt hat. Lass sie mal ganz grau sein. Grau-schwarz ist besonders auffällig. Und dann hast du hier den Cut. Wie bei mir jetzt. Aber ich finde das natürlich, ich bin jetzt noch nicht 70 oder 75. Es geht noch, finde ich. Also sagt mir gern, wenn ihr meint, nee, das geht jetzt gar nicht. Aber dann hast du hier den Ansatz. Ja, hier voll grau. Ich habe auch graue Haare. Ich habe viele graue Haare. Man sieht es nur nicht, finde ich, so stark. Und dann hast du hier einen Cut nach rot oder nach dunkelblond oder hellblond oder so. Und das wirkt einfach, wenn man schon ein Alter hat, wenn man Falten hat, wenn man schon ein bisschen gebrechlich ist, halt auch alt. Also, und ich bin sogar der Meinung, lasst die grauen Haare, weil ich liebe graue Haare. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Mein Mann ist fast ganz grau. Der war schon grau, als er jung war. Auch die Männer, wirklich. Und das stört mich nicht. Nur bei Frauen, entschuldigt bitte, bei Frauen
stört mich eben so ein bisschen, dass das gefärbt wurde und dann dieser Ansatz nicht nachgefärbt wird. Also wenn man sich dazu entschließt, die Haare zu färben, muss man nachfärben, wenn man schon älter ist, ja. Und wenn man es auch sieht, dass man alt ist, dann sollte man so ein bisschen Strähnchen färben. Und ich rate das, lasst das einfach. Ihr habt, das Grau ist so schön. Was wir natürlich nicht machen sollten, ist, wenn es gelb wird, ja. Wenn gelbe Haare ist genauso schlimm für das Aussehen wie gelbe Zähne. Aber gelbe Haare finde ich noch, macht noch mehr alt. Da kann man dann tatsächlich Shampoos benutzen, die diesen Gelbstich herauswaschen. Ich gucke ja ab und zu, weil ich mag ja auch den Gelbstich nicht in meinen Haaren, den ich mir aber künstlicherweise angefärbt habe. Da gibt es auch Anti-Gelbstich-Shampoos und Spülungen und ähnliches. Und man kann sich dann vielleicht tatsächlich auch beim Fachmann mal beraten lassen darüber. Aber Friseure, da bin ich auch beratungsresistent, muss ich gestehen. Aber ne, Frisur, eine schicke Frisur, Kurzhaarfrisur sind sowieso, Frisuren sind sowieso richtig praktisch für ältere Leute, weil da musst du nicht so viel waschen, du musst nicht so viel pflegen, du kannst leicht drüber kämmen, kannst sie leicht schick machen. Ganz schlimm ist dann natürlich, wenn man schon auf die anderen, was sind denn hier alles so viel Sonne jetzt, wenn man natürlich dann noch so ein Dutt hat und sowieso schon älter aussieht, dann ist das natürlich, mein Sohn soll da hinten ja nicht gesehen werden, dann wirkt das mit so einem Dutt, mit so einer Hochsteckfrisur oft auch mal älter. Da muss man vielleicht auch dann mal gucken, dass man so eine schicke, so einen schicken Kurzhaarschnitt hinbekommt. Ich versuche gerade ins richtige Licht zu Rücken hier. Was haben wir dann noch? Ja, Brille. Ich kann ja auch nicht mehr gucken. Ich habe die ja auch hier überliegen. Und ich bin ja auch so ein bisschen geizig. Ich kaufe mir ja auch immer Brillen aus dem 1-Euro-Shop. Aber ich finde, das geht noch klar, weil ich lese ja nur irgendwas. Wenn ich euch hier irgendwas zeige, dann lese ich kurz mit der Brille. Ich glaube, das ist noch in Ordnung. Was finde ich schwierig ist, wenn man tatsächlich immer eine Brille braucht. Nee, also mit dem Licht, das gefällt mir hier jetzt aber gar nicht. So, gehen wir doch weiter zurück. Schwierig wird es ja, finde ich, wenn wir eine Brille ständig brauchen und wenn wir darauf angewiesen sind, also auch immer eine Brille zu tragen, dann ist es unvorteilhaft, wenn die Brillengläser wenn die Brille zu dick ist, also einen zu dicken Rand hat. Brillengläser dick ist auch nicht so gut, aber klar, Brillen sind unheimlich teuer, ich weiß es. Und deswegen bin ich ja auch immer so, dass ich mir die aus dem 1-Euro-Shop kaufe. Das ist ja halt nur für mich jetzt. Das geht ja nicht. Wenn man eine Brille immer braucht, dann muss man eine gute Brille finden. Und die sind ja auch wahnsinnig teuer. Aber vielleicht können wir darauf achten, dass wenn wir schon eine günstige Brille nehmen, dass wir das Gestell möglichst dünn wählen, schmal wählen und vielleicht uns auch so ein bisschen beim Optiker dann beraten lassen, was zu unserem Gesicht passen würde. Und dann auch nicht von einem Herrn, der vielleicht auch schon in unserem Alter ist, sondern vielleicht von einer Jüngeren, die auch eine schicke Brille hat. Da gibt es ja viele Verkäuferinnen, die auch wirklich von ihrem Leiden selber dann auch profitieren, indem sie beratend tätig sind in diesen Optikerläden. Also ich jedenfalls bin immer erstaunt, was für tolle Optikerinnen dort arbeiten mit ihren schicken Brillen. Die können bestimmt auch den älteren Frauen eine passende Brille. Und warum soll sie nicht rosa sein? Ich liebe rosa. Also egal wie alt, macht eine rosa Brille, eine rote Brille, eine weinrote Brille. Aber nicht sowas Altbackenes und dann noch vielleicht ganz dicke Gläser. Klar, manche brauchen die dicken Gläser. Ich kenne mich jetzt auch nicht so aus, aber ich glaube, mit einer Brille kann man eine ganze Menge reißen und kann eine ganze Menge Jugendlichkeit, wenn man sowas noch sagen kann, wieder hervorrufen bei den älteren Menschen. Was haben wir uns denn hier noch aufgeschrieben? Nee, meine Lieben, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet, bis auf eine Kleinigkeit, die ich noch anmerken möchte. Klar, eine gekrümmte Körperhaltung macht alt. Das ist auch bei den jüngeren Menschen natürlich so, wenn sie sich so ein bisschen gehen lassen, wenn sie nicht mehr gerade sitzen. Ich glaube, gerade wir Älteren haben doch unsere Kinder immer ermahnt, sitzt gerade am Tisch, Kopf hoch, Brust raus. Und wenn man natürlich, wenn es einem nicht mehr so gut geht körperlich und wenn die Gebrechen langsam ihren Lauf nehmen, dann nimmt man eine Schonhaltung ein. Man versucht es zwar am Anfang zu verhindern, aber irgendwann begleitet man doch in eine Haltung, die eben dem anderen signalisiert, ich bin alt. Ja, mir geht es nicht gut. Ich habe körperliche Gebrechen. Aber
Ich glaube sowieso, dass je länger wir uns auf unseren Krankheiten ausruhen, ja, in Anführungsstrichen bitte sehen, desto schlimmer werden diese. Gerade Knochenkrankheiten sind ja dafür bekannt, dass sie viel Bewegung brauchen, dass man sich eben nicht schonen soll, dass man diese Schonhaltung auch nicht sich angewöhnen soll, weil eben die Knochen sonst verkalken, keine Bewegung mehr in den Muskeln stattfinden kann und der gesamte Bewegungsapparat halt auch leidet. Aber natürlich durch die Schmerzen bedingt und durch die Medikamente, die man nehmen muss, wird man auch müde und träge und man hat einfach auch gar keine Energie mehr, sich zu bewegen. Und da finde ich es sehr wichtig, das trotzdem zu versuchen, ja. Immer versuchen, sich nicht so sehr auf diese Krankheiten zu konzentrieren. Versuchen vor allen Dingen immer spazieren zu gehen, immer seine Hände in Bewegung zu halten. Strickt was Schönes, häkelt was Schönes, obwohl die Wolle ist ja auch wahnsinnig teuer geworden. Ne? Also ich wollte meiner Tochter zur Geburt ihres Kindes ein Mützchen häkeln und also das ist ja Wahnsinn, ne? Was da an Wolle kostet. Aber viele haben ja auch noch so Wollreste. Also was ich sagen würde, es gibt auch so Bewegungsbälle, mit denen kann man vorm Fernseher gut Gymnastik machen, muss ich eigentlich auch immer machen, mache ich auch immer nicht. Ne? Der Körper ist faul, der Wille ist fleißig, aber man macht dann trotzdem nicht so, wie man sollte. Geht spazieren, steigt Treppen, nimmt keine Fahrstühle, soweit es möglich ist. Versucht auch den Kreislauf im Schwung zu halten, weil je mehr wir sitzen, desto schlimmer wird der ganze Kram. Und vor allen Dingen eine gekrümmte Haltung, eine gekrümmte Schonhaltung macht alt. Ja, das ist halt so und wir sollten immer versuchen, in Bewegung zu bleiben. Mein Lieben, in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich für euer Zuschauen bedanken und ich hoffe und bitte euch darum, das nicht falsch zu verstehen, was ich sage. Es geht natürlich, jeder kann und soll, wie er möchte. Aber ich glaube, für Leute, die dieses Video angeklickt haben, die sind schon auf der Suche danach, dass es die Wirkung nach außen so ein bisschen jünger erscheint. Ich glaube, das wollen wir alle. Wir wollen alle nicht alt sein und nicht alt wirken auf unsere Gegenüberseite. Und vielleicht noch so ein Tipp für die Männer, ja, so zum Schluss. Männer haben natürlich oft das Problem, dass sie am Oberkopf kahl werden. Ja, das ist durch die Hormonumstellung und durch die Hormone bekannt und bedingt. Dann versuchen viele natürlich die Haare drüber zu machen. Und gerade das wirkt alt. Dann lieber mit Stolz die beginnende Glatze tragen, als sie verdecken. Also das ist so meine Ansicht. Ja. Und für uns Damen ist das natürlich ganz schlimm, weil der Mann, das ist akzeptiert, das weiß man, das wirkt auch attraktiv unter Umständen, aber bei den Frauen natürlich nicht. Wenn die Haare ausfallen, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr unangenehm für die Damen. Aber auch dafür gibt es viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel mit so einem Verdichtungspuder arbeiten. Man kann auch mit einem Make-up arbeiten. Habt ihr schon mal versucht, mit einem Bürstchen, mit so einem Augenbrauenbürstchen hier so ein bisschen nachzuzeichnen und eventuell auch mit so einem Concealer, also mit so einem verdichteten Make-up-Pinsel hier so einen Strich zu ziehen, so einen Scheitel anzudeuten und dann könnt ihr mit eurer Haarfarbe, mit dem Augenbrauenstift geht das auch ganz schön, also ein bisschen Härchen nachzeichnen. Manchmal helfen diese kleinen Tricks und es gibt aber natürlich noch viel professionellere Möglichkeiten, wenn man da so ein bisschen Probleme hat und sagt, ja, dafür bin ich bereit, ein bisschen Mühe und Zeit und auch Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren, dann gibt es auch für Haarausfall ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Meine Lieben, jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ich dem einen oder anderen so einen kleinen Tipp mit an die Hand geben konnte. Vielen Dank. Tschüss.